Ding Dong, ja. Hallo, hi. So, willkommen zurück zu Deus Ex. Machen wir hier so einen klischeehaften. Ich habe jetzt Waffen-Upgrades gekauft. Eins habe ich noch, das kann ich nicht benutzen. Ich behalte es aber trotzdem. Es ist nämlich ein Kühlsystem. Es funktioniert aber nur für den Laser oder für die Minigun. Es ist einfach mal Minigun, weil es sich für eine verhält. Aber eigentlich heißt das Ding ja... Sekunde. Es ist ja Sturmgewehr. Es ist nämlich kein Sturmgewehr eigentlich. Ein Sturmgewehr ist für mich das hier. So. Bei dem habe ich jetzt noch was draufgepackt. Nämlich ein Zielsuchsystem. Ganz funktioniert wie folgt. E halten zum Aktivieren. So, dann wird er mir gezeigt. Zack, zack, hier, ne? Und mit E kann ich es wieder deaktivieren. Und dann zeigt er mir quasi Gegner in der Nähe an. Das ist eigentlich schon recht praktisch, deswegen habe ich das mal auf die Knarre drauf gesattelt. Es wäre noch gegangen für die Pistole, aber ich habe mir gedacht, ich nehme es einfach mal für das hier. So, eine Granatwerfer habe ich Munitionskapazität-Upgrade auch nochmal gegönnt. Beeindruckend. Das ruckelt. So eine Mülltonne. Ah. Da oben könnte ich drauf. Aber der Strom macht mir da einen Strich durch die Rechnung. Bro, Trash. Kann ich da drauf? Das geht. Ist hier was versteckt? Könnte natürlich die Mülltonne da so hin und mit den Kisten hier rüber. Das würde natürlich gehen. Aber da hinten ist eine Kamera und... Da muss ich die Kisten erstmal auf die andere Seite befördern, so blöd sich das anhört. Hatte der Luft geschwebt? Ups. Airbox in dem Spiel ist halt auch ein Traum, ne? Die alarmiert. Hier ist doch keiner. Ich habe eine Kugel abgelassen und die gehen hier komplett amok gerade. Wahnsinn. Hinter mir oder was? Diese Kiste. Ja, guck ich das mal an. Das ist die Stelle. Weiter so. Da muss jemand sein. Ah Gott. Warum ist dieses Ding auch nicht gerade? Habt ihr das nicht gehört? Du spinnst doch. Ja, spinnst doch. Vielleicht macht das mehr Sinn hier hin. Boah, hey, endlich hier. Rennt doch jemand! Da rennt doch jemand, da muss doch jemand sein. Aber bla bla. Das ist die Kiste kaputt, ich werde nicht mehr. Ich werd gleich sauer! So.
kurz und schmerzlos. Ein PDA. Äh, 5895. Wer war dieser Kopf? Ich kann gerade mal lesen. Der Code lautet 5895 und was die Söldner angeht, machen sie sich mal keine Sorgen an. Ich habe das bereits überprüft und es sollte alles in Ordnung. Zwar ein wertvoller Kunde, aber sie werden nicht noch als Wachhund bezahlt, also halten sie sich aus den Angelegenheiten von der Tower raus. 5895. Da fährt auch noch so ein Ding rum. Eine Granate. War das 5895? Okay. Ja, dann. Komm mal so rein. Zugriff gewährt. Ah ja, guck mal, Ablaufzeit. Könnte noch von Interesse sein. Okay, dann werde ich. Dann werde ich nicht direkt in die Arme laufen. Bewacht hier. Auch eine Ballerei, das bringt hier nichts. Muss ich versuchen, da irgendwie lang zu sneaken, aber irgendwas sagt mir, dass es nicht unbedingt einfach wird. Die Kameras sind ja ausgeschaltet, deswegen sind die erstmal kein Problem. Der auch noch. Okay, er dreht wieder ab. Versuche mich auf der linken Seite mal da lang zu sneaken. Da oben ist noch einer auf dem Dach. Könnt ihr mich sehen? Den muss ich versuchen irgendwie auszuschalten. Da hinten ist auch noch eine Kamera, aber... Was jetzt? Hä? Wer hat mich denn gesehen? Ich hab gedacht, die Kamera ist noch ausgeschaltet. Ja, jetzt habe ich wohl ein offenes Battle. Auto-Aiming. Oh nein, der auch noch. Innen kaputt. Ah! Drecksack! Da! Krass gepanzert ist der. Ah. Guck mal hier in Deckung. So, direkt mal Schmerzfessel reingepfiffen. Ja, ja.
Hi. Da ist mein Ziel. Na. Ja, tu ich. Hast du gedacht, ne? Wow. Hier geht's rein. Oh, da ist auch noch Gas. Fährt nicht mehr. Sie könnten meinen Jungs noch einiges beibringen, Jensen. Tong, woher haben Sie diese Frequenz? Uraltes chinesisches Geheimnis. Hören Sie zu. Sie werden das Päckchen in das Büro von Verwalter Wang bringen. Legen Sie es dem Dreckskerl auf den Schreibtisch und lösen Sie es aus. Klingt das gut für Sie? Klingt, als würde ich Ihnen einen Gefallen tun. Was hab ich davon? Die Explosion wird die Wachen ablenken. Sie springen in einen Frachtpott und weg sind sie. Aber sie haben nur einen Versuch. Sobald das Ding scharf ist, gibt es kein Zurück mehr. Alles verstanden? Verstanden. Erst scharf machen, wenn ich bereit bin. Okay, jetzt. Moin. Direction. Leider kein Präzisionsgewehr, sonst könnte ich den da oben schön eine klatschen. Aber guck mal, dass ich hier irgendwie langkomme. Ich wusste, hier ist jemand. Boah, jetzt bist du aber weg. Okay. Dann hier hoch. Ah ja, guck mal an. Aber ich komme hier nicht komplett über das Dach drüber, wie es aussieht. Schade, warum kann man denn hier hoch? Hier kann ich nicht durch. Das geht nicht. Schade. Na dann, gehen wir mal wieder runter. Ich kann mir das Präzisionsgewehr ja krallen, aber ich habe leider keinen Platz mehr dafür. Und den ganzen anderen Kram, den kann ich behalten eigentlich. Hacken wir das mal. Das stimmt. Nein. Hat ein bisschen. So. Nutzen wir noch mal das Zeug, was wir dabei haben. Zugriff gewährt. Tada. Guten Tag. Sonst Gewehrmunition. Ja, aber ich hab das nicht. Kann ich. Ah. Hm. Der ist aber nicht auf meiner Seite, ne? Ja.
wurde einfach mal hier abgeworfen. Was gebe ich nicht alles für einen Raketenwerfer gerade? Gott, ja. Jetzt war so eine Tarnfähigkeit echt Gold wert gerade. Krasser Move. Okay, hier geht's nicht runter, aber hier ist noch eine Tür. Wo wollte ich eigentlich hin? Hier ist Musik. Aber jetzt fängt die Action-Musik wieder an. Okay, jetzt zeige ich den Granatwerfer. Der hat doch Raketen. Scheiße, Mann. Jetzt einen Spielstand laden. Ah, oh Gott. Ja, wenn die mich entdeckt haben, ist die Kacke am Dampfen hier. Na toll. Jetzt. Ich kann den einen nach dem anderen hier dezimieren, das ist ja kein Thema, aber der Große da unten. Oh. Macht er denn jetzt? Ja, in Sicherheit. Wir schießen mit Raketen, ja. Ich hab's fast geahnt, du. Was? Wo kommt das denn jetzt her? War da ein Unsichtbarer oder was? Das habe ich nicht kommen sehen. Verdammt! Was mache ich denn jetzt? Typen, ey. Sobald ich rausgehe, heißt es miep, miep, miep. Alarm, Alarm. Ich kann warten, bis sich die Lage hier beruhigt hat. Mit ihr nichts. Direkt instant feindselig. Was ist denn eigentlich mit dieser Granate hier? Hinten, geh halten. Oh, hi. Ich sneak mich mal schnell weg hier, um mal zu heilen. Den Granatwerfer, das wollte ich nicht. Kommt denn noch jemand hoch oder wie ist das hier? Hey, keine Ahnung, wer mich da ermordet hat gerade eben. Hi. Ah! No! Wo bist du denn? Keine Bewegung. In Deckung. Auf eine bessere Position. Die Granate nicht gezündet? Okay, es sind nicht mehr viele übrig.
Okay, die Gefahr ist so ein bisschen gebannt. Ich werde das nämlich nochmal gerade speichern. Die Action ist gut. Okay. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen überlegen, wie ich. Ja, den kann ich ausmachen vielleicht. Hey Sie! Das Alter. Reicht jetzt! Scheiße. Ich hab gedacht, ich kann den auslocken und dann wäre der instant feindlich. Wo soll der denn hin? Find ich nicht. Warum ist nicht kompliziert? Oh nein. Ich sehe ja immer, wenn er so eine komischen Klappen da öffnet, dann ballert er mit Raketen. Macht mich halt enorm kaputt. Scheiße! Aber das hier würde ich mit einem Granatwerfer bearbeiten. Komm doch hoch jetzt! Mensch, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ja. Kommt er jetzt? So. In deine Eier. So, der hat auch noch lecker Stock dabei. Der geht da mächtig ab, du. Er hat gerade seine Crank-Moves ausgepackt. Ah, ja. Und den habe ich ganz vergessen. Nein. Ich hätte gerne auch einen Raketenwerfer, ey. Ich kann einfach so viel einfach machen. Oder eine EMP-Granate, die würde schon ausreichen. Habe ich nicht noch normale Granaten irgendwie? Guck doch mal hier. Granate eingesammelt, wo ist die denn? Da, oh, Schockgranate. So. Und dazu kommt noch eine Menge mehr. Vielleicht gibt's ja auch noch. Wow! Ach ja. Mann am Boden. Ich glaube, Menschen sind gar keine mehr hier, ne? Nur noch der und das Geschütz da hinten. Alter, das ist heftig bewacht hier alles. Da ist schon guter Dinge. Oh nein! Raketen. Tolle Partikeleffekte. Yeah, Schrotthaufen. Hab's geschafft. Kommt da etwa noch einer? Ich will's nicht. Ich will's eigentlich gar nicht wissen. War jetzt eigentlich alles cool hier, oder? Geht die Munition so ein bisschen aus, ne? Wo ist denn die Pistole? Da ist sie. Der ist leer. Reicht nicht. Ah, guck mal, der hat noch Credits. Kann ich die Leiche noch mal ein bisschen looten? Kann ich hier unten jetzt lang, oder dass mich was umbringen will? So. Keine Kamera. Kein Problem. Was ist denn hier alles? Hier kann ich wahrscheinlich den ganzen Scheiß ausschalten.
das Sicherheitsterminal. Zugriff gewährt. Ja, okay. Ja, Kamera kaputt. Kameraausfall. Ja, Roboterzugriff gewährt. Geschütz. Kein Zugriff. Ich glaube, beim nächsten Upgrade, was ich habe, gucke ich mal, dass ich dann die Fähigkeit mir hole, dass ich Geschütze deaktivieren kann. Wäre schon sehr cool. Gewehrmunition. Aber ich habe kein Sturmgewehr, deswegen fallen lassen! Ich habe aber wieder Revolvermunition. So, wählen Sie die 2. Kann ich mit dem. Ich will mal was probieren. Wenn ich runterbringe, habe ich ja die Möglichkeit, so eine Schockwelle auszulösen, ne? Seht das auch aus der Distanz? Dreh dich, mein Freund. So, wo jetzt? Wenn du auf etwas schießen willst, dann schieß auf den Boden. Dann. Oh Gott! Ist das kacke, was habe ich getan? Geh kaputt jetzt! Jetzt. Geht nicht. Wenn er mich jetzt tötet, ne? Echt so. Komm mit, mein Bub. Ich hab da einen schönen Platz für dich. Dass du mir mal hier keinen Ärger machst, ne? So, weg mit dir. Okay. Dann mal hier rein. Einmal Heckmitte. So, das hier auch. Guck mal, wir gucken. Wir haben noch Zeit. Wir können sogar gucken, was da hier noch los ist. Zugriff gewährt. Geil. Bin ich aber wirklich munitionsarm gerade. Zumindest was die Waffe angeht. Aber. Ja. Meine tolle Shotgun. Hier, drucke. Editze. Oh, was ist hier? Hecke. Ich habe einen Nukenverse gekriegt. Zugriff gewährt. Geil. Nice Job. June hatte gerade eine Begegnung mit einem Bell Tower-Soldaten. Hat mich behandelt wie ein Hund, soweit nichts Ungewöhnliches. Aber diesmal habe ich mir das nicht einfach einfach gefallen lassen. Ich habe ihm gesagt, dass er gefälligst etwas Respekt zeigen soll, aber er hat mich nur ausgelacht. Meinte, ich hätte Glück, dass nicht er heute Nacht die Frachtkapsel verlädt. Wir dürfen nicht länger Stillstand halten, was die Vorkommnisse hier angeht, June. Aber an wen können wir uns wenden? Ich habe solche Angst. Traumatisiert bist du. Ich glaube, um Nuke Virus. Da haben wir auch noch eins. Hacking. Hack lieber, auch wenn ich das Passwort hätte. Das ist irgendwie. Das ist von der Mechanik jetzt nicht so cool, aber. Irgendwie macht schon Spaß. Immer nur klicken. Übernehmen. Zugriff gewährt. So. Was haben wir denn da noch? Ding. Da kontaktieren Sie umgehend die Produktionsabteilung von Xingming. Sagen Sie ihnen,
dass die letzten Frachtkapsellieferung fehlerhafte Regulatoren hatte. Wie soll Bell Tower seinem Kunden frische Ware liefern, wenn nicht genug Sauerstoff für die Transportdauer vorhanden ist? Ich bestehe darauf, innerhalb einer Woche eine Techniker vor Ort zu haben und als Entschädigung 25 Ersatzkapseln geliefert zu bekommen. Wang. Diese Kapseln, die wir da unten gesehen haben, braun. So, jetzt sind wir hier drin, wo wir rein sollen. Hi, okay. Da platziere ich das Päckchen, aber ich würde gerne noch das Terminal hacken. Vielleicht gibt es ja noch eine interessante Nachricht oder vielleicht irgendwas was zum Lesen, was uns vielleicht wichtig erscheinen könnte. Zugriff gewährt. So. Haben wir auch das geschafft. Tong Junior. Wang. Sie haben ihren Männern... sie sagen ihren Männern, sie sollen nach Songs Lohn Ausschau halten. Ist uns scheinbar durch die Maschen gegangen und könnte versuchen, von der Insel zu fliehen. Sollten sie ihn erwischen, wäre das durchaus eine Belohnung drin. GM. Illegale Aktivitäten. Verwalter Wang. Ich weiß, dass sie ein Mann von Ehre sind. Deshalb möchte ich sie inständig bitten, etwas gegen den Bell Tower zu unternehmen. Die Arbeiter sind sehr beunruhigt. Einige behaupten sogar, gesehen zu haben, wie Gefangene nach Singapur oder im hohen Norden verschifft wurden. Können wir denen gar nichts... Was? Können wir denn gar nichts gegen diese Entführung unternehmen? Tun. Hive Master. Schlechte Entscheidung. Also gut, Wang. Anscheinend haben sie sich endlich doch dazu durchgerungen, so Stellung zu beziehen. Das kann ich akzeptieren. Leider haben sie sich für den falschen Standpunkt entschieden. Es wird nicht lange dauern, bis sie ihren Fehler bemerken. Oh, Drohung. So, Bombe aktivieren. Das Ablenkungsmanöver war also nicht nur für mich, oder Tang? Pritchard, ich bin mal eine Weile nicht erreichbar, Dauer unbestimmt. Wieso? Was haben Sie vor, Jensen? Ich folge einer Spur. Und wo genau führt diese Spur Sie hin? Schaffen Sie das Zeug vom Feuer weg! Wir rücken jetzt ab! Antworten Sie, Jensen! Wohin gehen Sie? Wenn ich das wüsste, Pritchard. Wenn ich das wüsste. Erstmal Zeit für ein Nickerchen. Wir haben uns selbst eins dieser Pots geholt und quasi reingeschmuggelt. Gerne, wer sie ist. Wer sind sie? Und was tun sie auf meinem Schiff? Bell Tower hat im Hafen zwei Schiffe liegen. Sie werden das Päckchen in das Büro von Verwalter Wang bringen.
Sie springen in einen Frachtpott und weg sind sie. Und ich wette, an ihrem Zielhafen finden sie ihre Wissenschaftler. Sind Sie der Captain hier? Ich will mich nur nicht beschweren. Sie halten sich für witzig, was? Mal sehen, was Sie sagen, wenn Lieutenant Keitner mit Ihnen fertig ist. Lieutenant! Widerstand ist zwecklos. Der Stuhl hat einen integrierten EMP-Generator. Ihre Augs sind im Moment nur wertloses Metall. Ist das so? Sie wurden sicher auf Factory Zero gesetzt. Sie brauchen eine Limb-Klinik. Tja, man kann nicht alles haben, was? Man kann nicht den guten Kopf spielen, wenn man eben noch der böse Kopf war. Sie halten sich für ganz schlau, was? Dieses Schiff fährt zu einer Marinebasis von Bell Tower, einer Militäreinrichtung zur Internierung und Befragung unprivilegierter Kriegsteilnehmer. Und sobald wir dort sind, nehmen wir sie auseinander. Unprivilegierte Kriegsteilnehmer? Macht sich gut in meinem Lebenslauf. Erstmal müssen sie mich dorthin bringen. Das können sie gern versuchen. Unprivilegierte Kriegsteilnehmer. Macht sich bestimmt gut in meinem Lebenslauf. Lachen Sie nur, Sie Witzbold. Komiker knicken meiner Erfahrung nach immer als Erste ein. Aber als sie in diesem Container entdeckt wurden, haben sie einige gut ausgebildete Männer ausgeschaltet. Unter uns, Teufelskerl, macht es ihnen Spaß, Leute zu töten. Nicht, wenn ich die Wahl habe. Oh, aber die hatten sie, als sie unseren Hafen gesprengt haben. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Dass ich nicht lache. Wir wissen zwar nicht, wer Sie sind, bis jetzt, aber Burke lässt Sie gerade überprüfen. Hightech-Kampfaugmentierungen? So unauffällig, dass Sie sich damit unters Volk mischen können. Irgendjemand hat verdammt viel Geld in Sie investiert. Ich Glückspilz. Die eigentliche Frage ist also, sind Sie ein Terrorist oder irgendein Industriespion? Wäre es lieber, wenn ich keins von beiden wäre? Können Sie den P-Generator aus und finden Sie es raus. Immer wechseln. Wäre es Ihnen lieber, wenn ich keines von beiden wäre? Sie haben keine Ahnung, wie tief Sie in der Scheiße sitzen, oder? Rifleman Bank Station ist top secret. Unsichtbar. Niemand wird kommen, um Sie zu retten. Weil niemand weiß, wo Sie sind. Sie werden in einem tiefen, dunklen Loch verrotten und nie wieder Tageslicht sehen. Denken Sie mal darüber nach, Blödmann. Ich kehre mit Commander Burke zur Basis zurück. Behalten Sie ihn im Auge. Haben Sie seine Ausrüstung? Ja, Sir. Sicher verwahrt in einem der oberen Räume, Sir. Gut, Sie kennen Ihre Befehle. Bridget? Sind Sie da? Bridget? Kommen und meine Ausrüstung finden. Jemand hat sonst gefreit. Und ich habe schon etwas lange überzogen. Es tut mir leid. Aber die Sequenz ging doch länger, als ich gedacht habe. Ich sage schon mal sehr danke fürs Zusehen bei Deus Ex Human Revolution. Jetzt auf dem nächsten Part. Im nächsten Part. Werden wir uns dann auf diesem Schiff weiter umsehen, unsere Sachen besorgen und rausfinden, was die eigentlich von uns wollen. Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal bei Deus Ex Human Revolution.